Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pro Schmann. Edda sucht den Ausgangsweg. Hier sind doch dieses Ding hier. Das ist da, wo der drin ist. Hier sind diese kreisrunden Dinge. Das klappt so nicht. Schneid ihm die Haare, die nicht vorhandenen. Er war schon einmal zu oft beim Friseur. Er hat genug getrunken. Hier, es ist für dich. Hallo? Hallo? Jetzt bald. Ich sehe die Waschbecken. Den Dings da, wo die Wäsche ist. Das vom Doktor. Was ist das? Keine Ahnung. Treppenhaus. Kann ich auch nicht so richtig erkennen. In einem Flur? Küche, oder? Nee. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Männchen hier. Ist das der Aktenraum? Nee. So muss man die Lichter ausmachen in den Zimmern, oder wie? Kann ja mal probieren. Manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Irgendwie hypnotisch. Muss ich wieder einfangen lassen? Oder muss ich hier noch was machen? Das Licht ausschalten. Hier ist keins. Probieren wir es einfach mal, oder? War da ein Lichtschalter bei dem Wäscheraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war der Wäscheraum nochmal? Hier, oder? Okay, hier gibt es kein Licht. Oha, ganz schön finster. Aber dann komme ich ja nicht mehr raus. Es ist zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Okay, komme ich nicht mehr raus. Gute Idee. Ja, den Schlüssel brauchen wir. Und er hier hat Lehm für mich. Wird auch mit dem Ding graben. Hallo? Aber er braucht einen Bist du noch Löffel. da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Na dran. Es ist ein kaputtes Stuhlbein.
Etwas Löffeligeres findest du im ganzen Gebäude nicht. Das hilft mir kein bisschen. Um einen akkuraten Tunnel zu graben, benötigt man nur... Aber okay. Einen Löffel. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir an den Löffel kommen. Wie komme ich jetzt denn wieder in die Irrenanstalt? Von den anderen, indem ich mich gefangen lasse. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte, sind die? Hören Sie mir überhaupt zu? Warten Sie einen Augenblick. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Ha, wer braucht die schon? Unser Freund Blasse muss eigentlich schon die ganze Zeit pinkeln. Aus WC kommt man am besten dran, denke ich. Aber wie gesagt, das machen wir später, okay. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Hier? Hier. Oh oh. Hey! Die- ich bin schon weg! Nicht so schnell! Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder... Okay, ich glaube, das erste ist der Löffel. Das hab ich wohl vermacht. Na, wo ist denn jetzt rein? Den Löffel, der war... Den Löffel brauchen wir. Da kommt der nächste Ausgang. So, das ist die letzte halbe Stunde, die ich mache und dann... ist nicht hier? Ach, was mache ich denn? Ich muss hier... Sind die Typen wieder da? Die Betten sind frei. Da war der andere. Ich bin falsch gefahren, ich Idiot. Und los geht's. Du, 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 du. Da kommt der nächste Ausgang. Da ist alles noch beim Alten. Da fahren wir einfach mal durch. Da sehe ich jetzt auch nichts, was es ist. Hm? Wie sie drin hängt. Da kommt der nächste Ausgang. Hier gegen Augen. Den Löffel, wie kann ich denn den ablegen, dass ich mir den Löffel nehmen kann? Jetzt ist er blind, jetzt sieht er nichts. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Thank you.
Das sollte ich lieber sein lassen. Er sieht ohnehin schon so aus, als stünde er kurz vor einem cholerischen Anfall. Brauchst du noch etwas Ketchup? Davon habe ich reichlich. Ja, hat er ja. Wie sonst würde man den Ober... Barmann! Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, ich will den Löffel. Die hättest du wohl gerne haben. Ich will den Löffel. Steht aber nicht auf der Karte. Ich will den Löffel ihn ablunzen. Jetzt ist es hell, vielleicht sehe ich mir im Automaten. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Was hast du mit dem Neonschild auf sich? Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Warum müssen depressive Leute immer hochsitzen? Keine Zeit zum Ausruhen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Aber egal, was ich da sage. Er sagt immer, steht nicht auf der Karte, oder? Grog. Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er ihn in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Oha. Muss ich jetzt echt alle Dinger durchprobieren? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Kaffee, glaube ich, habe ich schon probiert, gell? Wasser? Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Noch nicht. Okay. Hier gibt's nichts. Ja, aber dann gibt's ja nur noch eins. Die Tussi kann ich nicht mehr fragen. Dann gibt's ja noch das Gold und den Lehm. Den Schlüssel nimmt sie nicht, weil sie dämlich ist, die Eule. Den Lehm kriege ich nur, wenn ich ihm einen Löffel besorge. Die wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Ach. Steht nicht auf der Karte. Es gibt nur eine Auswahl. Stinkdrink. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Steht nicht auf der Karte, noch nicht. Ah, ja, ja. Ich hab mir schon sowas gedacht, ja. Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Was soll ich schreiben?
Grog war doch. Warum kommt nicht Grog? Oh, was soll man denn da schreiben jetzt? Wasser, oder? Für den Typen da unten. Wasser? Okay. Damit unser Blass... Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Ach. Was soll ich schreiben? Egal, was ich mache, oder? Edna Surprise. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Edna Surprise bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold. Das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu! Ah, es ist zu hell, oder? Das Licht ist noch an. Moment. Ist ja auch viel zu hell. Der kann ja alles lesen. Was soll ich schreiben? Wasser. Nein, das ist weg. Egal, steht ja schon drauf. Oder? So, mein Freund. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Wie, das klappt jetzt wieder nicht. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, Das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu! Nein! Weißt du was? Das ist immer noch zu hell. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Kann der Künstler hier die fälschen? Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Kannst du das fälschen? Unterschreib mal. Möchtest du diese Anmeldung zur Therapie? Sehe ich so aus, als bräuchte ich eine Therapie? Sagen wir mal so, wenn das eine rhetorische Frage war, brauchst du als erstes einen Rhetorikkurs. Hast du Durst? Also haben wir ja schon. Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Keine Ahnung. Ich weiß nicht weiter. Muss ich alles draufschreiben? Dass er sie nicht mehr auskennt? Geh in die Küche. Ah.
Beim zweiten muss ich raus, gell? Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. In die Küche muss ich. Na? Frage ist, wo war denn die nochmal? Hier. Ja, so. Topf. Nehmen. Der kommt mit. Ach, wieso hat die denn den vorher nicht genommen? Wo ich dort war. Der ist sauber genug. Ich wollte ihn ja auch mit Wasser füllen und nicht sauber machen. Vielleicht da was abfüllen? Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Oder ist es das Metall zum Einschmelzen? Besteck? Wo ist denn Besteck? Hier ist doch kein Besteck. Zu dem Löffel runter oder was? So, jetzt muss ich erst wieder mich wieder fangen lassen, oder? Hier. Oh oh. Hey, dir! Wäre auch schön, wenn man das überspringen könnte. Ich bin So. Und. Besteck. Das habe ich wohl vermasselt. Ich muss sagen, Deponia war aber besser. Was Besteck? Da kommt der nächste Ausgang. Was? Warum hältst du denn jetzt den Kopf? Es gibt ja nur einen Löffel in dem ganzen Laden. Ach, falsch gefahren. Und los geht's. Besteckkasten. Da kommt der nächste Ausgang. Aber da war auch kein Besteckkasten. Oh, Besteckkasten. Ach, den habe ich die ganze Zeit übersehen. Also wirklich. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Ja, sag ich doch. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Da an der Wand hängt eine ganze Kelle. Nimm doch die, dämliches Weib. Was war ich jetzt mit dem Besteck? Probieren, oder was? Probieren? Ich esse lieber mit den Fingern. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Okay, jetzt habe ich Messer und Gabel. Boah, ich zock schon zu lange. Ach ja, oh Mann. Ah, logisch. Ja, ich spiele schon zu lange, ich merk's. Kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
Mit der Gabel oder dem Messer? Heute habe ich mich erschrocken. Ja? Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Ach ja. Alter, geh an diese Schublade. Hä? Ja, und jetzt? Die habe ich astrein aufgebrochen. Was habe ich jetzt, die Gabel? Um in der Schublade was rauszufischen. Okay. Rein damit. Wieso rein damit? Jetzt habe ich keine Gabel mehr. Nanu? Die Schublade ist ja schon aufgebrochen. Wer kann das nur gewesen sein? Wieso habe ich dir jetzt die Gabel da reingeschmissen? Die habe ich astrein aufgebrochen. Moment, ich schraub nur kurz die Diamantklinge auf. Was ist? Wo ist die Diamantklinge? Wenn du geduldig wartest, wird sie irgendwann kommen. Ja, was hat denn das jetzt gebracht? Mal sehen, was da drin ist. Gabli Gablo, die Gabelige. Nichts weiter. Sie ist leer. Da habe ich Schublade, Schublade. Mal sehen, was da drin ist. Nichts weiter. Sie ist leer. Nichts weiter. Eine Doppelschublade, weil das jetzt hier... Muss ich da dieses Ding reintun, dass es unterschreiben muss? Ich bin nicht hier, um Dr. Marcells Ablage zu machen. Ja, die Gabel, die ich reingetan habe, hat sie wieder rausgenommen. Sonst ist da nichts. Das Neue kommt ja immer zum Schluss. Siehst du, die Gabel? Da ist der Schlüssel aber. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Zweimal hat sie jetzt reingeschaut und sagt, es ist nichts drin. Unfassbar, oder? Das ist nicht der Schlüssel für das Pokalschränkchen. Aber wo passt er dann? Okay. Probieren wir alle Schlösser, die es da gibt. Frage ist, wo war denn da noch ein Schloss? Kann ich mich nicht mehr so genau... War da hinten was? War die abgesperrt? Ja. Nein. Ich weiß schon, da war eine offen. Da war eine versperrt. Wo war denn die nochmal? Ich kann sie mal sehen. Die hier. Also so ein Fenster. Kann ich es aufmachen? Es ist verschlossen. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen. Da war doch ein Stockwerk. Hier, die war verschlossen, gell? Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Das ist sein Geheimzimmer. Wir machen morgen weiter gleich. Warte, ich will nur mal reinschauen.
Ui. Kissen. Wir machen morgen weiter. Es ist eh die halbe Stunde rum. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefallen. Lasst Likes, Kommentare, Abo da und macht die Glocke an. Verpasst ihr kein Video. Ciao und gute Nacht.